Oh mein Gott. Alter, was geht ab, Leute? Haben wir Tati am Start mit seinem Kuchen. Kleine Pokerrunde unter Level 40ern. Und Tati. Und ich, Alter. Aber bald Level 40, oder? Ja, schaut gut aus. Alles klar. Fangen wir jetzt das mal auf und dann schauen wir mal. Ja, ich hab jetzt nicht essen. Ich hab meine Brille. Aber ich dachte mir, komm. Vorgestern war was habe ich hier gehört? Nochmal. Was habe ich hier gehört? Erzählt mal. Es gibt jetzt eine Wette, wer länger am Tisch überlebt. Genau. Volker. Um einen Sub. Und mal am Sub-Menü. Genau, um ein Menü. Für alle, die es nicht wissen, Koga hat beim letzten Mal gekniffen. Was? Wer hast du? Ich hab da ging es nicht ums Poker. Das war was anderes. Wir werden ein kleines Turnier machen und wir werden nicht mit 500 Chips spielen, sondern mit 3000 oder 5000. Das weiß ich noch nicht. Wir fangen mit 25, 50 an. Das ist aber deep. Oh, ja, genau. Wir gehen deep rein. Wir wollen ja auch lange spielen. Wir wollen ja auch möglichst. Wer dann verliert, wer dann in der ersten Blindphase seine Chips verliert, hat er Pech gehabt. Das ist nicht möglich. Das ist immer ein Konkurrent. Das ist zu stark. So, woran erkennt man einen Raum voller Level 40 Spieler? Das Lockmodul läuft natürlich und jeder hat einen Gacha an. Ich hab natürlich auch meinen Plus, schauen wir mal, geht gleich los. Chillige Runde. So, ein kleiner Punktevergleich hier. Ich habe 36 Millionen. Muss mal schauen, wie viel der Kollege hier hat. 37,7. Geht schon. 1,4 ist da vorne. Das ist schon viel. Du warst 2 Millionen vorne bei Event. Ehrlich? Ja, ich habe aber 2 Tage. Da hast du nicht gespielt am letzten Tag, ja? 1,4 Millionen, schauen wir mal. Aber er macht die Pause. Ja, das hier? Zu viel. Du hast noch 23 gehabt. So ausgemacht. Ja. Okay. Dings. Ja. Fehler. Was ist jetzt? Vergleich dir die Punkte. Ja, ich hab nichts. Du hast nichts gemacht? Ich hab ihn Tag und Nacht gesehen. Ich hab auch was gemacht. Ich hab überhaupt nicht gespielt. Ach so. Alle vergleichen ihre Punkte. Ihr seht, nicht nur beim Pokern gibt's krasse Konkurrenz, sondern auch bei Pokémon. Ja, so ist es. Abgesehen von. Alles 40er. Alles 40er. Halt dein Maul, Mann. Ich will irgendwann klatschen, nicht beide, Mann. Wie viele sind Legendary Poker, Leute? Das wir mal mitnehmen. Ha? Wie viele sind wir jetzt hier? Alles. Alle außer. Daniel, bist du. Er ist 39,5. Ich bin fast 39. Oh. Ey, Daniel? Also ihn machst du nicht fertig, aber mich schauen, oder was? Ja, was soll? Er ist ja nicht mal knapp dran. Ja. Was bist du? Heute. Nicht mal 39 bist du. Warum machst du mich nur gerade Brille an und ihn nicht, Alter? Tati gegen Daniel. Versteh ich gar nicht. Ich bin doch viel weiter als er, Mann. Tati, oh mein Gott. Ihr müsst das am Tisch klären, du und Daniel. Ich kann nicht mit dir am Tisch machen. Ich hab Angst. Ich werde die Brille machen. Was willst du jetzt eigentlich? Ja, vorhin hatten die alle Fische an meinem Tisch. Auch ich muss ja eine Karte ziehen. Ja. Oh, und jeder darf eine Karte ziehen und dann. Also die Fische ist doch eindeutig die uns. Du hast vergessen, das ist ein. Ihr könnt ja ruhig schon. Oh mein Gott. Das ist kein Problem. Aber ihr dürft ihn nicht tauschen. Lucky Number 7. Tisch 1 oder 2? Was ist denn das? Schauen wir mal. Ich hab selber noch keinen. Ja, eben, schauen wir mal. Was heißt das hier? Die erste Zahl ist der Tisch. Achso. Du bist Tisch 2, Platz 1. Das ist schon mal gut. Oh, Platz 1. Sehr gut, Adnan. Leute, hau ab, Mann. Tisch 1. Oh mein Gott! Sag dir den Tisch. Okay. Dann bist du Tisch 1. Scheiße, ich hab's. Sag doch mal für die Kamera. Gott, der ist blendet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab auch einen Tisch. Treuer Flasch. Ja. Oh mein Gott, ich gegen Tati, ja, und schon kommt Tati. Beide Tische bleiben da hoch. Hat es gehört? Ja, Herr Volker.
Wie viel? 200. Das ist eine royale Flasche. Leute, was ist das? Was ist das? Das ist echt eine royale Flasche. Check. Check. So schön. Check. Bitte. Check. Das heißt, will ich zeigen, oder? Ja. Ich hab den Buben und den Neuner. Ja, das vierte Herz war tot. Susi hat gerade ihre Royal Flush weggeschmissen. Nee, oder? Oh. Hier liegt gerade die Royal Flush aus der Herzbube. Ich hab den Neuner und Bube Herz. Und dann steigt. Ja, mach's auch mal. Ja. Oh mein Gott, Copyright-Musik. Redet mal ein bisschen lauter. Schatzi. Er muss ausblenden, oder? Schatzi. Ja, danke dir. Vorsicht, es bröselt ein bisschen. Bröselt ein bisschen, oder? Oh, wow. Krasser Kuchen, oder? Ehrlich, krasser Kuchen, oder? Das Rezept dazu demnächst auf unserem Koch-Channel. Gratini geklickert. Alle holen ihre Handys raus, Pause. Julia, check. Mit Sana da. Ja, packst das Handy weg. Gratini, Mann. Scheiß auf Gratini, Mann, wir Poker. Handyverbot. Das hat 96 IV. Das hat 98 IV, Mann. Daniel, 98 IV. Level 30. Oh mein Gott. 98. 400. Bett 400. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's, habt ihr's alle gefangen? Alle, ja. Ich bin da. Wer ist dran jetzt? Ich hab noch einen Tauchsinn. Wer ist denn dran? Max ist als Erster. Max. Wo ist der Dealer? Ich bin der Dealer. Hier. Achso, schon small big. Okay. Small big. Ich hatte schon was. Ich hatte auch gewaschen, aber. Ich glaube, ich jetzt leider. Korrekt, das ist das zweite Mal schon vor allem. Aber du hast die Karte eher gesehen, bevor du eigentlich. Wir haben ihm schon deine Verwandlung gegeben. Ja, Volker hat Kura entfernt, oder? Ist der Karte weg, oder was? Dann ist das die richtige Karte. Aber offen liegen. Ja, für alle sichtbar. Sonst hätte er ja Susi für alle sichtbar. Für alle sichtbar, Mann. Für alle sichtbar machen. Oha! Nein, wahrscheinlich. Das ist voll eine wichtige Karte. Ja. Ja, was ist jetzt eigentlich? Die hätte straight und Flush gebraucht. Genau. Cola. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt. Ja, hallo, lass du mich in Ruhe überlegen, weil du hast mir gerade ein Spiel genommen. Absolut. Volker, ich hätte noch eine Frage. Was ist bezüglich jetzt Cola und Verwarnung oder sowas? Ja, jetzt kannst du aufdecken. Hausputzen! Nein, nein, nein! Nein. Du hast schon gesetzt und hat gecallt. Okay. Ich glaube, das war ich in Las Vegas. Nein, 300. Du kannst auch 400 rein von der Übung. Ja, ich glaube, das war Las Vegas. Da habe ich die Weltmeisterschaft gespielt. Du bist. Ja? Race was machst du? Nein, Race. Was machst du? Setzt du oder? Er hat noch 1600 übrig. Ich schreibe Karten nicht. 1600. Ich krieg auch immer nicht mehr eine. Du schaust da echt konzentriert. Ich hätte eine Weltmeisterschaft gespielt. Du Scherzkeks, ich auch. Ja, aber er hat den Messer. Ja, aber ich hab's gesehen. Ja, ich weiß, aber ich wäre damit gegangen. Und wäre so all in gegangen. Natürlich, und das ist gewonnen. Du hättest verdoppelt. Das hat mich eigentlich bestraft und keinen anderen. Sag mal. Ja, aber der Fehler hast du gemacht. Ja, ist ja okay. Aber oh. Du wärst, glaube ich, all in gegangen. Ja, und hättest verloren. Oh. Das hat sich gerettet. Also hat sich Kuga selbst zerstört. Das war, ich glaube, bei Yu-Gi-Oh! Gibt es eine Karte, die heißt Selbstzerstörungsknopf. Oh mein Gott, das blende ich jetzt ein. Das blende ich ein. Neben Kugas Gesicht. Ja, das war's. Sie hat gewonnen. Voll aus. Sie hat gewonnen. Oh, Alter! Wer hat gewonnen? Susi! Susi! Susi, schon wieder! Sieht so aus! Was kriegst du jetzt? Bruder ist raus, ja? Nicht mehr. Oh, Susi, ich selbst erinnere. Ich wollte dir helfen. Ein Subway an Tati, bitte! Ein Subway an Tati! Wir sind der Weltmeister! Hallo, für Chili, einen aufzunehmen! Mach die Kamera zu! Einen Tag!
Tropfen, also. Nein. Gott. Oder fängst du für mich? Ah, schön, bitte der Punkt. Die Handys mit 100% Slimer. 100% Slimer. Nehmt die Handys. Jungs, füllt mal aus. Zum Glück habe ich schon einen. Geh ja. Geh ja, Busch. Geh ja, Busch. Geh. Ja, Busch. Geh. Komm, nehmt die Handys. Hier. Ja. Hier. Nehmt nur die Handys mit. Komm, hey, Kola. Jeder soll zwei, drei mitnehmen. Ich hab schon drei. Ja. Da ist meins, bitte. Ich weiß gar nicht, wo man hin. Hier. Ich bin gerade all in gegangen. Es kommt ein wildes Despotar. In Donauzen. Musst du zählen. Ein gutes Zeichen. 3,250, 3,275. So. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ihr könnt es eigentlich aufdecken. Oh, das ist eine Ast, oder? Ast 4, Gegen Ast 8. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, Ast 4 gegen Ast 8, er kriegt die 4, ich krieg die 8. Eine weg, nächste. Keine 4, bitte. Ich hatte bloß eine 4. Ja, passt. Passt, abgeworfen. Passt. Das Desmotor muss warten. So. Mein Gott, wieso ist der Akku so leer? So, nächster Tag. Bisschen ausgeruht. War echt eine lange Nacht. Ich weiß gar nicht, wie viele ich euch zeigen werde vom Abend, aber war echt lustig. Erstens, Alter, das Wetter ist überraschend heiß. Habe ich echt nicht damit gerechnet. Die letzten paar Tage war es so kalt. Regen, ihr wisst, wir konnten gar nicht spielen. Aber heute echt nicht damit gerechnet, dass es so heiß wird. Zweitens, Tati hat gestern echt einen krassen Kuchen gebacken. Das ist echt der Inbegriff von super softig. Direkt heute zum Frühstück noch ein Stück gegessen. Und jetzt. Moment, läuft der Screen Recorder? Ich glaube mal schon. Jetzt bin ich am Schloss angekommen. Es ist kurz vor 5. Der Kollege Felix schmeißt seine Module, die er von der Box hat. Hat sich ein paar Raid Pässe gekauft und die meisten Leute haben dadurch zu viele Module. Deswegen brennt auch die ganze Zeit der BP, Bordeaux-Platz. Nutzen wir ihn mal aus. Chill ein bisschen mit ihm. Er hat Level 38 geschafft während des Events. Glückwunsch an ihn. Achso, ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Letzte paar Tage seit dem Event kaum gezockt. Freitag nur 2 Raids gemacht. Gestern 1 Raid gemacht, das war's. Und heute ist es 5. Ich habe gerade meine erste Arena gedreht. Meinen freien Raid Pass geholt. Davor nichts gemacht. Ich meine, wir bleiben, glaube ich, eine Stunde, maximal 2 und dann müssen wir auch wieder los. Puh, viel zu heiß. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar lief er gestern die ganze Zeit im Modul. Wir waren bei einem Stop. Mir ist aufgefallen, dass er sich sehr oft drehen hat lassen. Und einer meinte, die Zeit wurde von 5 Minuten auf 2,5 verkürzt. Das heißt, man kann jetzt alle 2,5 Minuten den Stop drehen. Und dann wird er lila und dann nach 2,5 Minuten kann man ihn wieder drehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Er meinte, das wurde irgendwann während des Events eingeführt. Ich habe auch davon nichts gehört. Kein YouTuber, keine Nachrichten, kein. Stand nicht auf Game Hub oder wie das heißt. Pokémon Go Hub, ja, so heißt es. Ich habe es echt überhaupt nicht nirgendwo mitbekommen. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ich habe die hier jetzt gerade gedreht. Es ist 4,48. Werdet ihr nicht sehen können, weil der obere Teil immer ein bisschen abgeschnitten wird. Und schauen wir mal in 2,5 Minuten, also sagen wir um 50. Ob ich die Stops wieder drehen kann. Sehe ich hier irgendeinen Unterschied? Noch nicht. Es ist 50. So 30 Sekunden noch. Dann wären die 2,5 Minuten vorbei. Dann sehen wir, ob die Stops tatsächlich nach 2,5 Minuten wieder reaktiviert werden. Und ich merke nichts. Immer noch schön pink oder rosa, was auch immer das sein soll. Lila. Ist 51, über 2,5 Minuten. Das war wohl nichts. Falsches Gerücht, keine Ahnung, wer das in die Welt gesetzt hat. So, nicht mal eine halbe Stunde war ich hier. Ich habe mich dazu entschlossen, wieder heimzugehen. Es ist viel zu heiß, Mann. So, das war's. Zu Hause angekommen. Beziehungsweise, das war vor fast einer Woche. Auf jeden Fall lustiger Abend. Ich werde im Anschluss noch ein Video rausbringen und bisschen über Level 40 reden und unsere Gruppe und wie viele da Level 40 sind und wie viel EP jeder da so hat und ganzen inneren Konflikte, nicht Konflikte, Konkurrenzen, was eigentlich echt lustig ist, die Competition. Ohne die hätte ich bei weitem nicht so viel gemacht. Aber auf jeden Fall, das war's. Tatis Kuchen richtig saftig.
hinterlasst ein Like für Tatis super saftigen Kuchen. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt das Video ab, das jetzt danach folgt. Und folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.